Mahlzeit ist willkommen beim Rap Rio Videomagazin. Wir sind wieder mal auf einem Gelände, wo ein Pop-Up-Freizeitpark ist. Und zwar in Paderborn. Tivoli Wunderland in Paderborn. Und ja, alle wichtigen Infos kriegt ihr natürlich über den Link in der Videobeschreibung, Öffnungszeiten, Preise und so weiter und so fort. Und ja, was soll ich euch sagen? Wenn man es einfach in die Mitte stellt und umdreht, kann man auch alles sehen. Sky Dance und Starflyer. Dann steht der. Ist das ein Afterburner? Das weiß ich schon wieder nicht. Rocket auf jeden Fall, die Schaukel. Crazy Mouse als Spinning Coaster. KMG Speed, Jekyll and Hyde. Es gibt einen Autoscooter. Es gibt von Oberchef Mr. Gravity eine große Rutsche. Einige Reihengeschäfte, viele Kinderkarussells. Nur das Übliche, was man von diesen ganzen Kirmesplätzen kennt. Und wir bringen euch jetzt mal ein paar Impressionen, Aufnahmen und ein bisschen Spöck ist vielleicht auch noch. Mein Fehler, ich habe noch Heroes unterschlagen. Heroes. Den Orbiter, der steht auch noch hier. Crazy Mouse hat sich ja schon unendlich gedreht, aber jetzt sind wir Heroes gefahren, jetzt sind alle tot. Alter Falter, was war das? Uns ist allen nicht gut jetzt. Oh. Wie noch nie gefahren, oder? Ja. Ja, ich bin komplett unterhopft, wie ich gerade merke.
schon. Oh. Jetzt. Ah! Du Sack! Ihr Säcke! Oh, hier ist der Ausgang. Ich will nach Hause! Hilfe! Gib mir Ruhe! Okay, also jetzt. Okay. Komm. Er kommt endlich. Er kommt. Willkommen im Tivoli. Ja, willkommen, obwohl wir gehen. Tivoli. Wir sind mal wieder die Letzten. Und also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist auf, ne? Mhm. 14 bis 21 Uhr. Und das Geile ist halt, es heißt nicht nur Tivoli Wunderland hier in Paderborn, sondern es ist auch wirklich das Tivoli-Prinzip. Du hast einen geringen Eintritt, den jeder bezahlt. Und warum liegt dir das so? Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du entweder so ein Wristband dir kaufst, mit dem du alles fahren kannst, so oft du möchtest, oder du bezahlst Einzeltickets und Einzelfahrten. Und diese Einzelfahrten sind sogar vorne an der Kasse schon in der Tabelle aufgelistet, welche Attraktion kostet wie viel. So kannst du transparent sehen, ich möchte das, das und das fahren oder das und das möchte ich so und so oft fahren. Du kannst selber sogar ausrechnen, ob sich das lohnt, aber so ein Bändchen lohnt sich eigentlich immer. Es gibt, glaube ich, auch Bändchen, die verschiedene Farben haben für verschiedene Größen. Hm? Aber wenn du nicht alles fahren kannst, wegen der Körper. Es gibt noch so ein türkises, glaube ich. Das ist so und schlau. Von dem 2,50 Euro Eintritt kannst du 1 Euro noch einlösen auf dem Platz. Genau, Eintritt, ich habe nur gesagt Eintritt 2,50 und dafür kriegst du dann 1 Euro Wertgutschein-Coupon, den du auch noch dann eintauschen kannst gegen, ja, was auch immer, ne? Also Fahrgeschäfte, wenn du kein Bändchen hast, oder dann gastronomische Angebote. Echt cool. Und kommt vorbei, kommt hier nach Paderborn und checkt das Ganze aus. Ist ja für die Leute, für die jetzt irgendwelche anderen Sachen wie Düsseldorf oder so zu weit sind oder Düren, ist das näher. Und dann macht ihr das mal so. Und ansonsten war's das. Wird schön da. Tschüss.